Jetzt geht's. Das ist der Moment, dem so viele entgegengefiebert haben. Nicht zuletzt der Sehensator. Nach monatiger Ringpause wieder im Saal gefiert. Hat er zu laut getönt? Noch in diesem Jahr will er wieder Weltmeister werden, hat er gesagt. Ist unsere Erwartungshaltung befeuert von der Sehnsucht nach den früheren klaren Entscheidungen, die er im Verlauf seiner Karriere zustande gebracht hat? Vielleicht zu groß? Fragen, die jetzt im Ring beantwortet werden müssen. Und ob die Antwort befriedigend ausfällt, hängt natürlich auch von der Qualität und Klasse des sorgfältig ausgesuchten Gegners, von der Klasse Pablo Farias aus Argentinien. Beide boxen in der Normalauslage, also die linke ist die Führhand, die rechte die Schlagangst. Das hier passiert ist bisher. Die meisten seiner K.O.s hat Arthur Abraham so ab der fünften Runde gelandet. Mal sehen, wie lange er Farias hier mit und durch. Die Trainerperspektive auf das Geschehen, bei dem Arthur Abraham auch in dieser dritten Runde für meinen Geschmack bisher zu wenig gemacht hat. Vorwärtsgang, aber Farias dann mit der Rechte auch wieder zurückkommen. Ein, zwei Treffer waren schon dabei, aber auch hier einer von Farias. Tranquilo wird angemahnt in der Ecke des Spaniers. Er soll ruhig bleiben. Bonetto nicht zu schnell. Er soll versuchen, seine eigene Pace, sein Tempo zu finden.
nicht nur darum, diesen Kampf zu gewinnen. Denn Maske hat das im Vorfeld auch gesagt. Es geht darum, auch einen überzeugenden Auftritt hinzulegen und für Uli Wegner formuliert hat, die Fans zurückzugewinnen, die er verschreckt hat, die erschrocken waren nach den Vorstellungen, vor allem gegen Crouch und gegen Hart. Menschen auf dieser Welt, Druck ist sehr hoch, wenn man oben sein will, dann ist Druck sehr hoch. Aber ich bin psychisch stark und ich kann mit dem Druck umgehen. Natürlich muss man sich konzentrieren mit dem Druck, wie geht man mit dem Druck um, aber ich habe das nicht, ich kriege schon das hin. Arthur, vorhin war viel die Rede von einem Kampf gegen Robert Stieglitz. Wie siehst du den Weltmeister der WBO? Ich habe auch schon auf diese Frage geantwortet. Ich denke, dass dieser Kampf zustande kommt. Ich muss noch einen Kampf machen. Nach diesem Kampf, wenn alles gut läuft, ich denke, mein Promoter und sein Promoter werden miteinander reden. Und ich denke, dieser Kampf ist sehr interessant für die deutschen Fans, natürlich für mich auch. Ich denke, für ihn auch. Und ich denke, dieser Kampf soll auch zustande kommen. Abraham im Verlauf seiner Karriere zustande gebracht hat.